Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play GTA 4 hier live aus Liberty City. Zurück mit unserem lieben Nico Bellic. Beim letzten Mal ja ein bisschen Comedy uns gegeben und heute, was sehe ich da? Brucey schickt uns eine SMS. Was hat er denn? Ruf mich an, aha. Ah, okay, dem ist wieder langweilig, alles klar. Nee, dann, was haben wir denn noch gemacht? Ach ja, genau, beim letzten Mal waren wir auch noch auf Erpresserjagd, ne? Uns hat sich herausgestellt, dass der gute Dimitri da hinter der ganzen Nummer steckt. Unser lieber Dimitri Raskolov. Naja, der lässt uns nicht in Ruhe. So, wo wollen wir denn hin? Ja, so questmarkierungsmäßig sind wir momentan natürlich, ja, sehr limitiert, hätte ich gesagt. Ja, da komm, dann würde ich sagen, dann schauen wir doch mal zu diesem Phil Bell. Keine Ahnung, wer das ist. Also, mir ist es immer noch nicht eingefallen, muss ich gestehen. Ich weiß es nicht. So, mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Irgendeiner hat da ziemlich Verhau gemacht. So, Bernie meldet sich ja auch. Was will der? So, ich bekomme eine Panikattacke. Triff mich am Pier 45. Lauf Bernie. Oh mein Gott. Der hat wieder Probleme. Nee, ich fahre jetzt erst dahin. Nee, das ist mir jetzt zu blöd. Also. Hab die Post Gas gegeben. Ja, ich muss gestehen, jetzt momentan zieht sich das Spiel so ein bisschen in die Länge. Ich habe so den Eindruck, als ob hier gerade so ein bisschen ein Loch ist von der Story her. Also da haben die Entwickler meiner Meinung nach den Prozess etwas zu sehr in die Länge gezogen. Hier fehlt so momentan ein bisschen der Drive vom Spannungsbogen her. Also das gefällt mir nicht, aber gut, man steckt nicht drin und jetzt irgendwelche komischen Kritiken zu schreiben, ist, glaube ich, ein paar Jährchen zu spät. Natürlich an sich ist der Titel schon witzig, macht schon Laune. Aber man merkt einfach, dass im Moment so ein bisschen einfach die Power fehlt, ne? Also so wie seinerzeit am Anfang, klar, da war alles neu, da hast du zack, 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 da hast du gar nicht denken können, es gab immer was zu tun. Und dann natürlich auch Lug, Trug und ein Verrat nach dem anderen. Und selbst dann, als die Nummer mit Dimitri am Laufen war, ne, als wir von ihm gelinkt worden sind, war immer eigentlich mal was zur Hauptstory gehört hat. Und dann die Entführung von unserem Cousin Roman, ne? Dann war ja die Nummer mit Manny und mit Elisabetta Torres und so weiter und so weiter. Aber im Moment schläft das Ganze so ein bisschen ein, finde ich. Bisschen schade, aber gut. Vielleicht täusche ich mich und uns blüht jetzt eine extrem üble Mission. Ich weiß es nicht. Aber den Titel noch nie so gespielt. Aber das habe ich ja auch schon mal erzählt. So. Bin ich falsch, oder? Ja. Da bin ich falsch. So, aber hier ist zu, da komme ich nicht rein. Ah, okay, die machen auf. Das ist aber nett. Das ist aber nett, dass ihr für mich hier extra aufmacht. Dankeschön. So, der flucht ein bisschen, wenn man anruft. Okay, kann ich verstehen. Würde ich auch nicht toll finden. Grüß euch. So, Ziel erreicht. Wunderbar. That thing? Our friend did what? 37 and 8? Nah. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure, we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, the guy with the, you know, the but a beep and a boop. Yeah, the guy with the and the. Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them.
It's loaded into a truck going to Franklin Street in West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so, Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. I'll be in touch, Nicky. So, jetzt weiß ich auch wieder, woher ich den Typen kenne. Der ist damals mit Ray Porcino in dem seinem Restaurant gehockt, ja? Stimmt, haben wir ihn damals kurz gesehen. So, jetzt soll man also Drogen klauen von den Triaden, also wahrscheinlich von einer rivalisierenden Gruppe mafiöser Natur. Naja, gut, ist ja nicht das erste Mal, dass wir was mit Drogen zu tun haben, ne? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir unserem Freund Jacob da irgendwie ans Bein pinken, weil der ist ja auch in dieser Branche tätig. Aber ich glaube, der wird es uns dann schon wissen lassen, wenn er damit ein Problem hat. Aber ich hoffe es ja mal nicht, ne? Ich meine, Jacob hat auch schon lange nicht mehr angerufen. Ich hoffe, dem geht's soweit gut. So, das ist jetzt unsere erste Mission hier auf der, ja, auf der letzten Insel hier, ne? Einmal hier drüben. Waren wir ja noch überhaupt nicht tätig. So, hier haben wir noch ein Internetcafé. Wir sind einmal kurz durchgefahren, ne? Damals um den Standort von, nein, nicht Florian, sondern, Bennys? Nee. Doch nicht Bennys. Bennys? Sehe ich das irgendwo in der Statistik? Brucey, Packy, Gary, Bernie! Jetzt, oh mein Gott, Bernie! Ne, Benny! Benny sage ich schon. Nee, Bernie natürlich! Also, Bernie alias Florian, so wird er aber nicht mehr genannt. Für den, beziehungsweise um den seinen Standort zu finden, sind wir einmal hier rüber gedrückt, aber da eigentlich mehr auf Anweisung eines Kollegen. Uff, mein Gott, das hat wieder nicht aufgepasst. Schöne Taxi. Naja, was soll's. Weiter gedüst hier mit unserem flotten Sportflitzer. Ja, die Gegend hier ist auch nicht schlecht, wenn man sich die so mal anschaut. So, genau, wenn man auf die Gegend schaut, dann fährt man natürlich an der Ziellocation vorbei. Das kommt immer gut, sowas. So, dann düsen wir doch mal hier rein einfach, ne? Wo man schon reinfahren kann. So, dann würde ich aber vorschlagen, wir parken den Karren schon mal so entsprechend, dass wir auch hoffentlich schneller abhauen können. Ich glaube, wir werden uns jetzt vermutlich ziemlich Ärger an Land ziehen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, klaut den Truck, gute Idee. Läuft bislang erstaunlich gut. So, also viele dürften jetzt nicht mehr am Leben sein. Ja, einer meint noch, dass er noch die Hose machen muss. So, ich lade mal nach. So ein bisschen haben sie uns erwischt, aber jetzt nicht wirklich tragisch. So, steig mal aus, Nico, bitte. Ah, sind doch noch ein paar, wa? No way out. You're fucking solo! My leg is bleeding. So, der ist ebenfalls erledigt. Nächster. So, tut weh, ne? Jetzt nicht mehr.
drüben ist noch die Flugscheiße. Motherfuckers! Mein Gott. Die haben sich aber gut verschanzt, die Jungs, muss ich schon mal sagen. Oh oh, der haut ab. Ah, shit. Wo sind der her? Oh 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 oh. Tja, ich fürchte, den kriege ich nie mehr. Schätzt, das war's. Ich hab mir zu viel Zeit gelassen. Ja ja, shit. Ich habe mir definitiv zu viel Zeit gelassen. Das war blöd. So, aber der ist nicht gerade schnell. Wenn ich mir das so anschaue. Na gut, aber ich auch nicht mehr. Bei mir ist die Ausdauer am Ende, wie es aussieht. Ich brauche ein Auto, irgendwas. Irgendein fahrbarer Untersatz. Oh shit, der haut mir ab, der entkommt mir. Nein! Wie ist das kein Auto da, wenn man eins braucht? Ach Gott, ich komme nicht hinterher. Komm, die rote Ampel da vorne. Irgendwas. Super Verfolgungsjagd. Oh Gott. Ja klar, der fährt bei Rot über die Ampel. Hallo. Was ist denn hier los? Schlechter Witz, oder? Ja klar, jetzt geht's auch noch bergab. Da freut er sich. Oh mein Gott. Lauf, Nico. Ja, ich fürchte, er entkommt schon, Nico, weil du zu langsam bist. Einfach, weil du zu langsam bist. Oder ich, besser gesagt. Weil ich zu blöd bin. Lauf jetzt. Komm, bisschen Gas. Aldi, was ist los? Oh, jetzt versucht er es nochmal. Jetzt rennt er nochmal. Aber es wird nicht reichen. Ich komme nicht hin. Nee. Ich komme nicht hin. Es reicht nicht. Ey, das ist doch mal übel, oder? Mal ganz ehrlich, das ist mal übel. So, ich klaue jetzt das Auto da vorne. Das ist mir jetzt wurscht. Bleib stehen. Hey, Mist. Das war nix, okay. Das war definitiv nix. Ach, Leute. Der fährt im Kreis, schaut euch das an, der verarscht mich. Der verarscht mich. Der hat recht. Oh mein Gott, ja, wenn man sich auch so selten dämlich anstellt, ich hätte einfach vorraschen sollen, hätte die alle umlegen sollen, dann wäre gleich Ende Gelände gewesen, verstehst? Nein, ich versuche da alle gemütlich aus der Deckung raus, mal ganz gechillt, ist schon recht. So, jetzt aber. Stehen bleiben! Hey! Steig aus! So, hinterher, raus mit dir, tschüss! Ja, schaut euch den an, der verarscht mich hier, ey. Aber das hat mich jetzt wieder jede Menge Gesundheit gekostet. Mann, doch. So. Raus, Nico. Ha! So, Tippe wiederholt Leertaste. Ja, ich probier's mal. Was arbeitet dich zur Vorderseite des Trucks vor? Willst du mich verarschen? What? Wie denn? Wie soll das gehen? Ah. Na, immerhin. So, verwende W, um dich zur Fahrerkabine zu bewegen. Das mache ich. Na, es ist nicht einfach. Das stimmt, Nico, du hast recht. Oh, fuck. Alter Schwede. So, das wäre geschafft. This heroin is cursed. You don't fucking want it. Oh. Sieht nicht gut aus. Naja, zumindest hätten wir das mal geschafft. Phil, man, I got that thing you were after. What do you want me to do with it? The wedding present for my nephew Frank.
Take it out to the big house, move from Beaverhead Avenue. You know the one I mean. They'll be waiting here. Was ein Hochzeitsgeschenk. Das ist ein Witz, oder? Ein LKW Drogen als Hochzeitsgeschenk. Respekt. Nicht schlecht. Naja, gut, mal was anderes, ne? Also, manche verschenken dann, keine Ahnung, Geld oder irgendwie Wertgutscheine oder, ja, was hat man denn früher so verschenkt, ne? Meistens irgendwas für den gemeinsamen ersten Haushalt, aber das war früher. Ich meine, das ist heute mittlerweile ja anders, ne? Heute lebt man ja schon viel früher zusammen in einem Haushalt, bevor man dann heiratet. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, mein Gott, dann gibt es in dem Fall halt Drogen. Na schön. Soll uns wurscht sein, Hauptsache wir kriegen ordentlich Asche. Hauptsache man bezahlt uns gut. So, trautes Heimglück, allein hier will ich auch nicht wohnen. Ist ja übel, der Bunker hier. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Tja, lustige Flitterwochen, das stimmt in der Tat. So, und jetzt lass Asche sehen, wir wollen Geld, Meister. Ja, da klingelt die Kasse. Sehr gut. So, und dann nehme ich auch gleich mal hier dieses Moped. Vielen Dank. Ah, da setzt jetzt sogar einen Helm auf. Sehr vorbildlich. Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully you'll look after him. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line, though. Go to the payphone on the corner of Vitullo and Hardtack. He'll call you. So, natürlich, war ja klar. Also haben wir einmal den Job gut gemacht und wenn wir gleich wieder zum nächsten eingeladen, mein Gott. Also, Leerlauf gibt's hier wirklich nicht. So, einmal Burger bitte. So, jetzt schauen sie sich blöd an, aber irgendwie reagiert er auch nicht mehr. Was ist los? Ah, okay, hat er sich Zeit gelassen mit der Bestellung. Here's the nasty garbage you ordered. So, vielen Dank. Nom nom nom. Und die Gesundheit freut sich. Ja, also, versteht es bitte nicht falsch, was ich am Anfang gesagt habe. Von wegen, ich finde es gerade ein bisschen, eingeschlafen, die Story. Ich meine damit natürlich die Main Story, ne? Also, da ist für mich momentan noch ein bisschen, ja, es ist momentan zäh. Natürlich gibt es immer was zu tun, ne? Also, auch mit den anderen Kumpanen. Ach oh Gott, Dimitri, was will der denn? Nico Bellic. What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Now that I hear you are friends with Bryce Dawkins and Bernie Crane, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Was? Jetzt will er sich einschleimen bei uns, der Dimitri. Ist ja abenteuerlich. Ja, das kann er mal sauber vergessen. Ich glaube, ich spinne. Der hat uns einmal zu oft verarscht, hätte ich gesagt. Ja gut, aber lasst uns nach unserem Freund Bernie schauen. Der hat uns ja auch schon mal ganz aufgeregt informiert. Er möchte uns treffen. Ja, dann machen wir das. Ja, ich düste mal hin. Sage natürlich an dieser Stelle schon mal wieder vielen Dank an euch fürs Zuschauen, weil die Fahrt bis da runter zu Bernie, die muss ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit, macht es gut und Servus.